Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel Cave-Accounts. Im letzten Part sind wir also in den Wald gekommen und haben festgestellt, dass der Luigi noch irgendwo im Schloss ist, weshalb wir einen Weg dahin zurückfinden müssen. Das war der Grund, weshalb wir einfach mal hier zurücklaufen und schauen, dass wir wieder Richtung Schloss kommen. Das ist zumindest ein bisschen so meine Hoffnung, dass wir, wenn wir hier rüber zurücklaufen, vielleicht ja direkt wieder zum Schloss gehen, wird es da anbieten. Schauen wir mal, ob dem so ist. Wenn nicht, müssen wir in der Flash weiter geradeaus, denn warte mal. Wir sind ja hier einfach nur in einen Baum gelandet. Heißt, hier geht es gar nicht direkt zum Schloss. Das ist mal interessant. Das heißt, wir müssen jetzt der Folge nämlich doch hier weitergehen und schauen, dass wir hier irgendwie zum Schloss kommen. Konfetti war ja auch ganz wichtig. Haben wir schon festgestellt. Zum Beispiel, wenn der Weg mal etwas knapper wird oder ähnliches, haut man einfach Konfetti drauf und dann passt das schon wieder. Das ist auch ganz praktisch. Das ist jetzt eine von den Sachen, wo man denkt, das wäre im Mühldorf mal ganz cool, wenn es das geben würde. Haut man auf Bäume und so, kann man die Wege hier reparieren. So. Steuerung finde ich manchmal ein bisschen tricky, aber was soll's. Deshalb, Konfetti ist so eine schöne Sache, die sollte man immer einsammeln, wenn die irgendwo erscheint. Das hilft einem einfach immens. So, ach ja, hier waren da diese creepy Stimmen. Ne, da erinnert es mich noch dran. Und gegen die scheiß Dorn bin ich sonst immer gefühlt einmal, So, und hier könnte man, ich glaube, es war so hinwerfen, aber es hat nichts genutzt. Die Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Vielleicht hier nach unten. Und hier kann man wieder ein bisschen was voll machen. Es gibt nämlich direkt wieder Münzen. Deshalb ist das nämlich gar nicht mal so dumm. Ich muss bis erst wieder ein bisschen an die Spieltechnik von dem Spiel gewöhnen, weil ich ja noch nicht viele Spiele der Art gespielt habe. Und es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, ne? Aber ich behaupte mal, wir werden da noch gut reinkommen mit der Zeit. Hier ist mal alles voll mit Dorn, okay. Ah, hier haben wir nochmal eine Stelle, die wir ja verlauen können. Guck mal, ist gleich wieder Instant-Nachschub, das ist sehr, sehr wichtig. Die Frage ist, wie kommen wir hier hoch? Da gibt es ja irgendwie eine Kiste, wo wir hoch müssen, hoch können. Nichts auf Bäume springen, aber nein, das geht nicht, da wird man in den Abgrund fallen. Gut, dass sie das verhindert haben. Weil ich wäre so dumm, es wird mir wahrscheinlich an solchen Stellen sind. Direkt mal. Oh, ich dachte, man könnte vielleicht irgendwie rein oder so. Schade. Aber vielleicht über den Weg hier. Auch nichts. Aber was ist denn das? Ah, eine Münze. Ich dachte, man könnte vielleicht hier irgendwie so hochklettern. Aber siehe da, was ist denn hier runtergekommen? Das sieht ja mal interessant aus. Okay. Cool, wir haben uns Rumpelpilz erhalten. Ein vertrockneter Pilz, wässer ihn, um ihn wieder herzustellen. Ah, das hier passt aber so der hier. Fuck, das ist ein lustiges Minispiel. Yeah, man! 100 neue Münzen, ey, das macht Spaß. Oh, Zaubertrank, nein. Dann war hier die andere Szene. Nein, shit, ich bin in, wie heißt das, Bars? In, Memory bin ich sau schlecht. Oh, aber wieder voller Leben. Das ist alles sehr gut. Und hier bekommen wir noch ein Trank-Item. Das ist ja really cool. Und die bekommen Stern. Fühlt man es echt gleich wie ein Galaxy. Ah. Hiermit kommt man ja so hoch. Die Musik ist geil.
Yay! Mini Palast. Musik ist geil. Da, da. Sollte da vielleicht auch noch irgendwie runter können. Ja, hat es doch gelohnt. Die Musik war nice. Also die Musik war echt nice. Die Feier ist gerade so übelst. Oh, gibt's wieder was im Scene? Yay! Macht Spaß. Aber ich passiert ja gar nichts. Vielleicht muss man hier überall dran ziehen und dann fällt was runter. Eine Rose fällt ins Wasser. Wieso das wohl? Oh, da wird die Rose wieder normal. Vielleicht war das ein Zeichen, dass wir dies mit dem Pilz auch tun müssen. Wie wär's beide reingelaufen? Jesus. Immer so erst so über den Weg sehen. Das ist ganz wichtig. Okay, dann müssen wir wohl ein bisschen was ins Wasser tauchen, damit es wieder von uns. Fuck, es wollte, Entschuldigung, es wollte das Wort sagen, tut mir leid, Kinders und Jugendliche, die es so sehen und verstört sind, weil es irgendwie ein Simpfwörter sagt. Es soll also solche Leute geben. Ich glaube, wir müssen an dem Teil nochmal ziehen. Irgendwas sagt mir, dass wir an dem grünen, an diesem grünen langen Teil, was herunterhängt, nochmal ziehen müssen. Oh Gott, hört es das falsch an. Das wackelt auch noch so. Vielleicht müssen wir nochmal dran ziehen. Diesmal fällt ein altes Radio runter und es wird zu einem normalen Radio. Das ist ja höchst skurril. Schau mal, was noch alles runterfällt. Ah ja! Ey, das ist der Zaubersee, wo alles heil wird. Das Ding rollt dahin, was für ein Zufall. Es passiert eine Menge seltsamer Dinge. Und einfach nur bei dich lachen, wenn die komischen Kinder hören. Mit den fiesen Kommentaren, haut einfach nur drauf und bla. So, ich mag die Art von dem Spiel. Und ich denke mal, eine große Kugel und was zum Ziehen. Da wird bestimmt was Interessantes drunter sein. Schauen wir noch gleich mal nach, was da drunter ist. Das könnte sehr interessant werden. Wie ich es finde. Oh nein, das ist kaputt gegangen. Oi, und was ist hier los? Ja! War ja ganz nett. Und was ist da rausgefallen? Ein Schrumpelkorn. Ein Korn, das wegen Wassermangels ganz verschrumpelt ist. Ah, okay. Jetzt muss man alles in den See reinhauen. Dann wird das quasi wieder normal. Okay, das ist gut zu wissen. Hier kommt ein sehr düsterer Wald. Vor dem ich ein kleines bisschen Respekt habe, weil man weiß, was da alles drin ist. Aber. Jetzt haben wir doch erstmal das hier reparieren, den Weg. Und ich jetzt definitiv mal wieder ein bisschen was an neuen Konfetti erstmal holen. Weil die perfekt werden es wieder weniger. Aber hier werden die direkt instant wieder aufgeladen. Das ist doch toll. Die haben was dann direkt an. Oh! 1000 Münzen, das ist doch schön. Das freut mich immer. Aber ich befürchte, du hast den Wald. Da wird uns nichts verborgen bleiben. Und hier ist auch sonst nirgends was im Weg. Ich erkunde so das Spiel immer total gerne die Gegend, weil es da immer irgendwelche so tollen Secrets gibt. Gerade in Paper Mario Spielen ist das wirklich, wirklich toll. Hä? Was haben wir denn hier? Boah, lieber mega, mega viel davon her.
Okay, na, das könnte vielleicht so interessant werden, bestimmt. Aber mehr habe ich jetzt auf die Schnelle mal nicht gesehen. Das ist wieder so ein Teil. Da sind wir gerade einfach nur einmal im Kreis gelaufen. Besser. Sehr skurril hier alles. Nein. Was da wohl dahinter steckt? Wir werden jetzt herausfinden, weil wir sind wieder im Kreis gelaufen. Das Ganze nochmal machen. Werden wir sehen. Wir kommen wieder hier raus. Hast du das Gefühl, dass wir nicht vorankommen? Manchmal, wenn ich so richtig geknickt bin, muss ich einfach eine Pause anlegen, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Du weißt schon, einfach irgendwo sitzen, wo es schön flach und gut beleuchtet ist. Okay, die wollen, dass wir also raufgehen. Da war so ein Freund drauf, aber hey, wer ist da? Ein lebender Baum. Der Katzen ist einfach so auf den Kopf von unserem Gevatter Stumpfendrung sitzen, Börsen. Ja, genau. Er ist der Älteste dieses Waldes. Etwas Respekt, wenn ich bitten darf. Er hat Zweige, die älter sind als du. Und es ändert gar nichts, dass diese Pappnasen ihn einen Baumstamm kürzer gemacht haben. Oh, ja. Danke, mein Lieben. Meine Lieben, ihr seid gute Kinder. Und du, junger Mann, kehr um und sag deinen garstigen Papierfreunden, wie es um mich steht. Seit ich auf den absteigenden Ast bin. Diese Wortwitze immer. Habe ich nicht mal genug Kraft, um äußerungsbunden Manieren beizubringen. Seit ihm so übel mitgespielt wurde, ist unser Gevatter Stumpfentrunk nicht mehr der Alte. Deswegen ist er sauer auf euch. Flache Papierleute, die Bäume in der Blüte ihre Jahre kleinsägen, schämt euch. Ach so, und noch etwas. Du brauchst Gevatter Stumpftrunks Erlaubnis, wenn du diesen Wald dir mal wieder verlassen willst. Da du also schon einmal da bist, machst du gemütlich. Denn du bleibst für immer hier. Für immer, das ist aber richtig lange. Glaube es mir nicht. Und das hoffe ich doch nicht. Also, Gevatter Stumpfentrunk, wir gehören nicht zu den Leuten, die ihnen das angetan haben. Ich bin noch nicht einmal aus flachem Papier, sondern Origami. Was denn? Origami, sagst du? Meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Nun, wenn das wahr ist, dann könnt ihr mir vielleicht helfen. Wenn es euch gelingt, meine Energie wiederherzustellen, ließe ich euch wieder eures Wegs gehen. Das ist richtig großzügig von ihnen. Ehrlich jetzt. Es wünschte nur, es wüsste, wie man ihre Energie wiederherstellt. Aber wir sind gerade ziemlich in Eile, also werden wir unser Bestes tun, um ihnen zu helfen. Na gut, wenn ihr Gevatter Stumpfentrunk helft, dann dürft ihr hier auch noch etwas herumwandern. So, bitteschön. Ihr könnt euch jetzt entlang des Berges frei bewegen. Entfernt euch aber nicht so sehr. Die Suche nach dem Gedeihkorn hat oberste Priorität. Es heißt, dass man nur damit Gevatter Stumpfentrunks Energie wiederherstellen kann. Viel Glück euch. Okay. Haben wir gerade das Gedeihkorn bekommen? Das sieht mir doch sehr danach aus. Aber das Korn muss man erst, ich glaube, ein bisschen ins Wasser halten, damit es wieder normal wird. Also müssen wir nach wie vor noch so einen schönen Teich gehen und das Korn wieder zu Leben erwecken. Das ist der Plan.
Und hier sind Gumpas. Und es gibt mal wieder eine Sarensnacht. Oh mein Gott, das wird mal wieder spannend hier werden. Also bis jetzt finde ich das Spiel eines echt nice. Ich weiß nicht, was alle da für einen Hate haben irgendwie. Also das ist da... Also das Orten an Gegnersystem und alles, das ist ja echt relativ leicht. Ja, ich brauche deine Tipps, Nes. Genau, das machen wir mit dem Stiefelangriff. Dann gehen die nämlich alle weg. Genau, bla bla bla. Okay, mit A kann man die noch stärker machen. Das heißt, wenn man A sieht. Hab's da erst bisschen zu spät überrissen. Aber ja, Supi-Sprünge auf der Art toll angeordneten Gegner macht so viel Spaß. Ja, das ging doch in der Tat bis jetzt ganz angenehm. Ja, es kommt vermutlich mal wieder der Hammer drin. Ran. Ich sehe schon. Ja, ich weiß. Okay. Ich könnte natürlich die jetzt einfach triggern, indem ich die hier entziehe. Jetzt haben wir noch, dass es geht. Geht halt so wirklich. Weil die Anordnung war nicht mal vorgesehen. Ja, wir haben da die ausgetrickt. So, das machen wir mit dem Hammer. Das geht nämlich auch relativ leicht. Aber ja, so gerade Tiere, ey, das ist nicht mal feierlich. Warte mal ganz kurz. So, nachdem wir jetzt der Völkersmann Nase gejuckt haben, können wir jetzt auch den Kampf hier endlich mal machen. Ja, das ging ja relativ einfach. Ne? Da kann man es eher weniger, was wir nicht finde. Das lief. Das lief gut. Das lief gut. Kann mich nicht beschweren. Ja, ich sollte vielleicht mal vorlesen. Wie kann das sein, dass es so tief im Wald Fallzellen gibt? Ob sie einfach überall herumlaufen und Unheil anrichten? Ich habe ein ganz das Gefühl wegen dieser Sache. Ja, sorry, dass du das jetzt wieder vorlesen, weil er gerade leicht retarded, a little bit lost warst. So. Machen wir den Weg noch frei, damit wir dann das nächste Mal besser rübergehen können. Aber wo der See ist und wie es genau hier weitergeht, das sehen wir erst im nächsten Part von Paper Mario Color. Nicht Color Splash. Dorigami King. Zerwürfel, das war zwar ein kleines bisschen. Das soll es aber soweit von den heutigen Part, wo jetzt gewesen seid. Ich bedanke mich beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao.